Viel Geld bekommen, wenig im Sinn. Der Ausbau geht noch voran. Manfred, du kannst weiter nach Süden ziehen. Weil dein Ziel wird dann... Oh, da sind ja schon welche vor. Hier bei Karak-Isor. Da werde ich gerade also nicht viel mit dran machen können. Mein Gott, warum habe ich hier einen Wargulf drin? Ich glaube, um das Tor kaputt zu machen, wollte ich den dabei haben. Egal. Wer braucht sowas schon? Kein Mensch. So, wo haben wir die ganzen Abrisse gemacht? Zeig mir die Übersicht. Dann können wir da nämlich jetzt überall Garnisonen reinsetzen. So, da haben wir die Einheit rekrutiert. Da sind ein paar Leute besser geworden. Das werden wir aber... Da werden wir uns nachher drum kümmern. Hier sind einige Garnisonen schon fertig gebaut. Dann können wir direkt die nächste Stufe auswählen. Wie da der Leichenhaufen. Oh nein, er hat noch die Malus. Sie hat noch den Malus. Bei mir sind alles alle Charaktere männlich. Ich elendiger Nicht-Feminist. Mach doch bitte noch mehr Frauen in Spiele rein. Ich habe heute gesehen, nein, gestern gesehen. Gestern war das EA-Übertragungsding während des schönen Spiels von Deutschland. Jedenfalls, glaube, wenn das Video rauskommt vorgestern, habe gesehen, dass die Hauptcharakterin weiblich sein wird. Okay, Mrs. Wayne. Aber ich kann mich... Tut mir leid, ich kann einfach nicht. Ich werde Shepard einfach vermissen. Egal wie geil das sein wird, es wird einfach sein, wenn du selbst ein Kerl bist und du spielst eine Frau, ich weiß nicht, ich komme da nicht klar. Okay, dann sagen Leute, ich bin jetzt eine Frau und ich spiele dann die ganze Zeit den Shepard, aber da konnte ich ja noch auswählen, ob ich männlich oder weiblich bin. Und ich hoffe, das gibt's auch da wieder. Das würde ich sehr begrüßen. BioWare, wenn ihr euch dem annehmen würdet. Danke. Bitte seht mein Video. So. Mal kurz automatisch, auch wenn er dabei gerne meine Flederbestien verheizt. So, hau weg. Mission abgebrochen, weil wir haben den getötet. Und die Fraktion ist ausgelöscht. Das bedeutet, unten haben die Menschen die ausgelöscht. Ja. Ein Traum. Jetzt bräuchten wir eigentlich Frieden mit den Orks. Oder wir sagen einfach mal, hallo Menschen, wir machen euch jetzt platt. Your man-gods and dubious masters have no place here. Weil ich glaube, die Grenzgrafen kriege ich eher platt als Estalia. Mal gucken. Ja, Estalia ist nämlich im Stärkerang 4. Und ich muss irgendwie daran vorbeikommen, so ein bisschen, dass ich zu den Zwergen runterkomme. Und das ist natürlich ganz schön, wenn ich hier vorne so einen kleinen vorgezogenen Posten habe dadurch, wenn ich dann... ein wenig Ärger mache. Und hier werde ich dann auch wenigstens meine untoten Armeen aufziehen können. So, da brauchen wir noch eine Runde. Möchtest du diese 7500 investieren? Nein. Nein, möchte ich nicht.
Plus 11. Plus 3. Noch ein anderer plus 3. Braucht man an der Stelle nicht. Da können wir auch lieber eine Garnison hinknallen. Plus 19. Hau weg die Kacke. Kommt auch eine Garnison hin. Da haben wir die Garnison gerade ausgebaut. Hier nix. Da auch nix. Hier auch mal die Garnison auf die nächste höhere Stufe und schon ist unser Geld wieder verbraucht. Aber lass doch mal gucken, wo die nachher hingehen. Und vielleicht können wir den Netten da unten schon die erste Armee platt machen. Dann guckt der nämlich blöd. War nicht da, um die Zwerge auszulöschen, ist jetzt schon geschwächt vom Kampf. Und dann komme ich mit meiner untoten Armee und sage einfach, Krieg. Und der sagt, alles unfair. Sie sagt, Pech gehabt. Du Schmock. Sowas darf ich sagen, das versteht kein Kind. Nahkampfkavallerie. Alles Mumpitz, dieser neumodische Zeug. Dieses neumodische Zeug. So, ich glaube, ich löse die Heldenarmee auf, weil die Heldenarmee einfach nur ein Test war. Obwohl ich sehe gerade, das könnte schwierig werden. Die kosten alle so viel Geld eigentlich, ne? Die kosten über 300 Unterhalt, obwohl die keinen richtigen Wert haben, außer ich setze sie irgendwo rein. Steuerung P. Na toll. Das ist auch nicht gerade schneller zu erreichen, als wenn ich hier rumklicke. Das Geld kann ich mich lieber für den Ausbau nutzen. Scheiß auf Heldenarmee. Darkness comes. So, ich sehe schon, mein Freund, du fühlst dich nicht gut. Armee blockieren gescheitert, das ist schon mal schlecht. Aber er kommt nicht weit genug. Da werden wir die Menschen vorher aufhalten können. Und ja, sie sind wirklich sehr geschwächt durch den Kampf gegen die Zwerge. Wird also wirklich reichlich Erfahrung sein wieder für meine Truppen. Der gute Money wird erfreut sein. Destroy them. More protect us from this heresy. Ach, ihr seht jetzt so schön aus. Was? Beschießt ihr mich etwa? Na, sie beschießt mich mit Mörsern. Und sie treffen mich sogar. Geil. Alles keine Bedrohung für die. Genau. Treib mal die Schützen. Wie heißt? Ha! Diese Schützenreiter vor dir her.
Der feindliche Kommandant ist schon gestorben im Kampf gegen meine ganzen Gruftgulde, ne, Gruftschrecken. Da kommen meine Reiter aus dem Wald. So, der Kommandant kann an die Ritter des Imperiums ran. Weil die wollen gerade von hinten Ärger machen. Sehe ich aber nicht ein. Wir können schon beschleunigen, die sind eh zerfetzt. Jetzt töten nur alles, was auf der Flucht ist. Jedenfalls noch ein bisschen und gut ist. Müssen sich ja jetzt auch nicht mehr so stressen. Hm. Könnt ihr noch irgendwas verfolgen? Ja, die zum Beispiel. Und ihr habt auch nichts mehr zum Töten. Dann geht doch da an die Speerträger. Sieht sogar noch so aus, als wenn die Kampfmoral hätten. Ah, sie erreichen den Rand, bevor ihr da seid. Ah, habe ich euch noch. Fast habt ihr die unsichtbare Linie erreicht. Den Rand des Schlachtfelds. Aber nicht mit mir, hat der Doc gesagt. Genau, lebt mit meiner Herrlichkeit. Oh nein! Wir haben ganz leichten Verschleiß. Die richtige Reaktion. Sag's nochmal. Gerade noch what gesagt. Ja, schon kein Geld mehr. Ich glaube, ich muss auch im Norden mal die Gebiete einnehmen. Damit ich genug Provinzen habe am Ende. So, Manni hat Verschleiß. Habt ihr eine Mauer? Ihr habt eine Mauer. Die sind mir aber egal. Weil der gute Karstein wird jetzt einfach durch eure Mauern durchkommen. Dann wird er sagen, da bin ich. Dann werden wir eure Leichen fressen und dann werden daraus neue Untote. Aber niederes Volk. Die wahren Untoten kommen nur aus unserer Hauptstadt. Nicht aus irgendeinem Menschengesetz. So, da rechts haben wir die Löcher in der Mauer. Links war anscheinend nix. Nein. Ich würde sagen, können wir ja ziemlich strange wieder durchmarschieren mit unseren Gruftgulen. Gruftschrecken. Wenigstens war es jetzt Flederbestien.
Hey, da startet ein Ballon. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ich mag sie. Nicht so sehr wie Federbestien, aber sie sind eine schöne Ergänzung für eine Armee. Übrigens sehr interessant mit dem, mir hat Jan geschrieben unter den Kommentaren auch, ja, ist ja kein Wunder, dass es so leicht ist, du hast ja nur große Armeegruppen und nicht, hier die richtig großen auf Ultra stehen in den Grafikeinstellungen. Deshalb ist das natürlich bedeutend einfacher für dich. Ich denke so, what the fuck. So, kümmert euch da um die Hellbarden mit, weil sonst kriegen wir da echt ein Problem. Meine Gruftbuhle finde ich nämlich total kacke. Ach, verlieren da auch welche gegen Hellbarden? Sehr gut, jetzt sieht es schon besser aus an der Stelle. So, rein da. Hier gegen die Schützenkavallerie. Hier den Hellbarden da hinten her. So, ihr versucht da auch ein bisschen in die Flanke reinzukommen mal. Meine Güte. Ich muss aber sagen, dass die Magieeffekte manchmal gehen mir... Finde ich halt doof. Die schaden dem Überblick so ein bisschen. So. Ab rein da. Unsere Reiter sind eigentlich auch ready. Was haben wir denn hier oben drin? Belagerungsmaschinen. Hier habt ihr nämlich einen Reiter erreicht. Dann schlagt ihr auch einfach mal weg. So, ihr könnt da oben auf die Belagerungsdinger. Ja, ich sehe gerade schon. Unser Karstein schwächelt da gerade so ein bisschen. Aber ich ziehe ihn einfach mal ein bisschen weg und dann wird er überleben. Der hat ja gerade ein bisschen HP bekommen durch die Magie und alles gut. Haben wir eine Chance, an die ranzukommen da oben? Ja, sehr schön. Dann mischt mal die Bogenschützen auf. Ihr habt die aufgemischt.
Ein Reiterverband soll darüber ziehen. Ihr Bestien bitte hier auf den Punkt. Bam, bam, bam. I'm sorry. Es gibt wenige Gegner, die mich noch ärgern können. Level 30. Hat das noch irgendwas Besonderes gehabt, Level 30? Bin mir nicht mehr sicher. Trefferpunkt plus 3%, Nahkampfabwehr plus 2%. Habe ich zuletzt irgendwas verbessert von ihm, wo ich gesagt habe, boah, das muss er unbedingt haben, Blitzschlag. Ach, das mit dem Blitzschlachten, ne? So, natürlich leidet die Moral jetzt da unten ein bisschen. Wobei ein bisschen ein wenig untertrieben ist, aber passt schon. ...13.000 haben wir noch ready. Bauen wir den noch auf Stufe 2 aus. Das lassen wir jetzt gerade so. Du kannst die nächsthöhere Stufe haben von dem Stadtzentrum. Und hier haben wir noch einen frei für eine weitere Garnison. Und hier können wir den auf Level 2 Garnison erweitern. Und hier fehlt uns das einfach noch. Aber so hangelt man sich Schlacht um Schlacht. Dem Sieg entgegen. Plus 16 gegen Menschen. Weil ich die mürrischen Ghule angreife. Nee, stimmt gar nicht, weil ich Ghule schicke gegen mürrische Menschen in den Bergen. Was murren die auch so rum? So, Adelshäuser infiltrieren, plus den Beziehungen zu allen Völkern. Haben die eine Mauer? Nein. Verdammt! Ihr verdammten Faulen. Ihr schafft es nicht mal, eine Stadt anzugreifen. Und das da unten ist auch wieder so weit weg von der Grenze. Da brauche ich eine ganze Ecke, bis ich unten ankomme. So, 4300 noch. Können wir da noch irgendwas ausbauen? Da, Garnison. Ich guck mal kurz in die Ziele rein. 16 Provinzen aktuell. Zwerge müssen noch vernichtet werden. Oh, die Zwerge werden jetzt stärker gegen die Goblins. Goblins sei schon gegen die Orks. Wo die Goblins auch zugehören, aber... Also, sie gehören nicht zu den Orks, aber zu den Grünhäuten. Konzentration auf Kavallerie. Mission fehlgeschlagen. Ach so. Besiegt folgende Armee. Schlachtenmeister. Plus 12 Führerschaft. Destruction! No. Ich denke mal, es ging um die Armee. Sehr schön.
Die Führerschaft haben wir uns mal geholt. Der Feind wurde im Kampf getötet. Und du kannst mal eben die Stadt einnehmen. So, ich besetze die auch direkt. Auch eine dunkle Erhabenheit. Herrscher der Toten. Da vorne ist eigentlich nichts mehr. Barakwar wird ein Platz sein, den nur Orks oder Zwerge haben können. Gehe ich mal gerade davon aus. So, vampirische Korruption beschleunigen. Schafft es nicht auf Anhieb wieder. Egal, die Banshee soll sich auch mal bewegen. Dann können wir vielleicht die Mauern zerstören und direkt in die Stadt rein. Da eine weitere Garnison. Bring me flesh to craft. Ja, du kannst nach Ackendorf hoch und dann gucken wir mal, was das kostet, die Stadt auszubauen, wenn wir nur Flederbestien haben. Weil ich kann ja eigentlich niemanden da ansehen. Ich kann nicht sagen, die Hälfte meiner Flederbestien gründen jetzt eine Stadt hier. Wie sieht das denn aus? Sieht ja aus wie ein Vogel auf dem Staum, auf dem Baumstamm. Ja, verliert eure Anhänger, obwohl ihr die ganze Zeit Schlachten... Ah nee, stimmt gar nicht, der schlägt keine Schlachten. Der gammelt ja nur hinten rum und macht eigentlich nichts mehr. Sehr schön, du hast die Mauern beschädigt. Warum? Na, weil die so viele Helbardiere haben, ne? Natürlich gut gegen meine Gruft-Damen und Herren. Gruft-Schrecken. No. Grave times. Bats and wolves. Not likely. Ich bin mal gespannt, ob der mich angreifen will gleich. Die Banshee kann auch mal runter. Haben wir vielleicht irgendwo noch eine Garnison, wo wir auf Level 2 können? Nee. Bleiben nur noch die teuren. Am Ende findet die KI wieder die schwächste Stadt und macht die platt einfach. So wie es einfach immer ist. Auch wenn die Mauer kaputt ist. Wenn du das jetzt einnimmst, rappelt es im Karton. Nö, er wollte nur plündern. Bisschen Geld für die Kriegskasse. Ist ja einiges bei mir zu holen. Und jetzt ist er bis nach da unten gelaufen. Oder ist das eine neue Armee? Lucchini plündern. Bring me flesh. Doch, erst will ich bis nach da unten gelaufen. Ich könnte schon wieder mich freuen.
dass das Ding da so schön um die Ecke es geschafft hat. Ja, will ich keine Truppen da lassen. So, setzen wir mich auf Wachstum und vampirische Korruption. Minus 3% auf Verschleiß. So, das sollte unsere 17. Provinz jetzt gewesen sein. Die Piratenküste. Auf jeden Fall haben wir dann erstmal alles dicht gemacht nach Osten, wo die Zwerge noch unten sind.